Also es war ein guter Umschaltmoment. Ich denke auch das, was der Trainer von uns fordert eben. Der Ball landet nochmal bei Max Besuschkow und der steckt mir den wirklich richtig gut durch. Und ja, dann ist es quasi meine Aufgabe als Stürmer, dann eben auch die Bälle reinzumachen. Und ich habe dann versucht, eben schnell den Abschluss zu suchen und glücklicherweise auch erfolgreich. Dein Fazit bisher von der Vorbereitung und von deiner Zeit hier beim SSV Jahn. Wie fühlst du dich? Wie hast du dich eingelebt? Ja, ich habe mich gut eingelebt auf jeden Fall. Die Mannschaft hat mich richtig gut aufgenommen. Ich denke, die Vorbereitung war sehr anstrengend, gerade auch für mich vielleicht, weil ich jetzt eine längere Pause natürlich hatte aus der Regionalliga. Ich denke, die Vorbereitung insgesamt war sehr anstrengend, vielleicht am Anfang von den Ergebnissen und den Spielverläufen nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich denke aber, dass wir heute wirklich ein richtig gutes Zeichen gesetzt haben, auch gegen den Bundesligisten, dass wir auf jeden Fall in der Lage sind, unsere Spielphilosophie umzusetzen und abzurufen.